Handys machen unser Leben einfacher, vernetzter und interessanter. Aber sie können auch viele Probleme verursachen. Und zu den wichtigsten gehört die Beeinträchtigung unseres Privatlebens. Ich spreche von Telefonspionage. Wie wird das gemacht? Und vor allem, was sollte man tun, um sein Handy zu schützen? Das ist Michael. Er hat sein Zuhause seit ein paar Tagen nicht verlassen. Die Fenster in seinem Haus sind geschlossen, die Tür ist verschlossen und das Telefon ist abgeklemmt. Er denkt, dass ihn jemand beobachtet. Es scheint, dass Michael paranoid ist, aber das ist er nicht. Sein Telefon wird tatsächlich von jemandem abgehört. Glücklicherweise ist Sonnenseite hier, um zu helfen. Um also besser zu wissen, wie du dein Telefon vor dem Abhören schützen kannst, musst du zuerst herausfinden, wie sie das machen, wer auch immer die sind. Nummer 1. Kabellose Verbindung. Hacker können Malware ohne dein Wissen installieren. Dies kann ganz einfach über MMS-Nachrichten, mobiles Internet, Bluetooth oder Wi-Fi auf dein Handy zugreifen. Du hast ein unbekanntes, kostenloses Wi-Fi gefunden? Hast du eine fremde Datei über Bluetooth erhalten oder einen Link in einer Nachricht von einem unbekannten Empfänger geöffnet? Du hast deinen Computer nicht von Viren befreit und dein Handy damit verbunden? Oder hast du eine sehr tolle und absolut kostenlose App heruntergeladen? Glückwunsch, jetzt bist du einem hohen Risiko ausgesetzt, angezapft zu werden. Nummer 2. Spezialequipment. Es gibt spezielle, teure Geräte, um Telefone abzuhören. Typischerweise besteht ein solches System aus Computern und ein paar Telefonen mit speziellen Modifikationen. Über mobile Server kann sich ein professioneller Hacker mit deinem Handy verbinden. Solche Geräte sind teuer und schwer zu bekommen, aber sie werden öfter benutzt, als man denkt. So funktioniert es. Nehmen wir an, Michael ruft seine Mutter an, um ihr seine Geburtstagswünsche auszusprechen. Ein Hacker auf der anderen Straßenseite fängt Michaels Anruf ab und leitet ihn an seine Ausrüstung weiter. Der Hacker ist verbunden und weiß jetzt, dass Michaels Mutter in einem Restaurant feiern wird. Nummer 3. Super teures Equipment. Es gibt spezielle Hörstationen, die von einem professionellen Bediener mit spezieller Ausbildung und umfangreicher Erfahrung gesteuert werden können. Solche Stationen können mehrere tausend Euro kosten und sind nicht gerade legal. Erinnerst du dich an Filme, in denen Helden in Eiswegen sitzen und den Leuten in Echtzeit zuhören? Ja, das funktioniert auch im wirklichen Leben. Nummer 4. Instant Messenger. Damit niemand deine Nachrichten lesen und hören kann, verschlüsseln Instant Messenger deine Dialoge. Um sie zu knacken, benötigt man einen speziellen Entschlüsselungscode. In einigen Ländern gibt es jedoch Instant Messenger, die keine Verschlüsselung verwenden und deine Nachrichten daher ungeschützt lassen. Nummer 5. Die eigene Unaufmerksamkeit. Der gängigste und einfachste Weg, dein Telefon in Gefahr zu bringen, ist, es irgendwo ohne Passwort liegen zu lassen oder es jemandem zu geben, der damit spielen will. Es gibt einfache spezielle Apps, mit denen man jedes Telefon abhören kann. Alles, was du tun musst, ist ein solches Programm auf dem Telefon zu installieren, welches du abhören möchtest. Jetzt erinnert sich Michael daran, dass er auf einer Party vor kurzem sein freigeschaltetes Telefon auf dem Tisch vergessen hat und kurz wegging, um seine Freunde zu treffen. Es ist möglich, dass ein Neugieriger den Moment genutzt und diese App installiert hat. Es gibt so viele Gefahren für Gadgets, dass es unmöglich ist, sich davor zu schützen, vollständig abgehört zu werden. Doch Michael hat Glück, denn Sonnenseite kennt einige effektive und ziemlich einfache Wege, die sein Handy vor dem Abhören schützen können. Nummer 1. Passwortänderung. Die einfachste und banalste Art und Weise: ändere regelmäßig die Passwörter auf deinen Gadgets. Jeder kann dein Passwort sehen oder du kannst es auf einer unsicheren Seite hinterlassen. Also versuche es mindestens einmal im Monat zu ändern. Und lass es nicht so etwas wie QWERTY oder 1111 sein. Und schon gar nicht dein Geburtsdatum. Viele Websites und Anwendungen senden Benachrichtigungen an deine E-Mail, wenn sich jemand versucht, bei deinem Konto anzumelden. In diesem Fall sollte das Passwort sofort geändert werden. Nummer 2. SMS-Code. Wenn du persönliche Daten auf einer Website eingibst, verwende nicht nur ein Passwort, sondern auch ein SMS-Code. Ein Angreifer kann dein Profil nicht öffnen, wenn er das Passwort zwar kennt, aber keinen SMS-Code hat. Nummer 3. Bluetooth. Lass das Bluetooth nicht eingeschaltet, wenn du es nicht benutzt. Hacker können sich verbinden und du wirst es nicht einmal bemerken. Und noch mehr, akzeptiere niemals seltsam eingehende Dateien. Nummer 4. Wi-Fi. Michael ging in ein Café, wo die besten Pfannkuchen gemacht werden. Er will sich mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbinden und sein Handy findet zwei Hotspots. Best Pancakes und Best Pancakes 1. In diesem Fall ist es besser, keine Risiken einzugehen und das Personal des Cafés nach dem richtigen Netzwerk zu fragen. Andernfalls riskierst du, einer unbefugten Person Zugang zu deinen Dateien zu gewähren. Stelle keine Verbindung zu unbekannten Netzwerken her.
Und das sicherste ist die Verwendung eines persönlichen Wi-Fi-Modems. Nummer 5. Fake-Apps. Hey, diese coole App wird dir zeigen, wer dein Profil besucht hat. Mit diesem Programm kannst du die Nachrichten anderer Leute lesen. Hast du so etwas im Internet gesehen? Nicht herunterladen. Erstens, weil das Lesen der Nachrichten anderer Leute unanständig ist. Und zweitens, wenn du Programme wie diese herunterlädst, riskierst du, selbst angezapft zu werden. Das ist die Ironie. Wie oft klickst du auf Bedingungen akzeptieren oder Zugang erlauben auf deinem Handy? Angreifer hoffen, dass die Menschen solchen Dingen keine Aufmerksamkeit schenken. Es ist besser, keine Programme von unzuverlässigen Entwicklern herunterzuladen. Glücklicherweise gibt es spezielle Programme, die zeigen, welche Apps auf deinem Handy den Zugriff auf Kamera, Diktiergerät, GPS, Nachrichten und andere Daten nutzen. Entferne solche Apps sofort, wenn du ihnen nicht vertraust. Außerdem kannst du in den Telefoneinstellungen den Zugriff aller Programme auf deine Daten beschränken. Nummer 6. App-Sperren. Wie ich schon sagte, gib das Telefon nicht in die falschen Hände. Aber angenommen, Michaels Freund hat ihn nur zum Spielen um sein Handy gebeten. Michael mag es nicht, paranoid zu wirken, aber er will auch nicht das Mobiltelefon weggeben. In solchen Fällen gibt es Programme, die speziell die Dateien sperren und mit einem Passwort schützen, die du verstecken möchtest. Jetzt kann Michael das Telefon sicher an seinen Freund weitergeben. Nummer 7. Es gibt auch Apps, die dein Telefon komplett schützen. Sie blockieren Verbindungen zu zweifelhaften Netzwerken und Kommunikationskanälen, sagen dir, ob eine seltsame Aktivität auf deinem Telefon aufgetreten ist und verschlüsseln deine Gespräche. Michael hat immer noch Angst, dass jemand seinen Standort per GPS abgreift. Kein Problem, hier ist die App, die deine Koordinaten verfälscht. Nummer 8. Eine andere Verbindungsart. Die meisten Telefone verwenden das GSM-Kommunikationsprotokoll für den Anruf. Leider kann dieser Standard von jemandem geknackt werden, der über die notwendigen Fähigkeiten verfügt. Du kannst sie jederzeit auf eine sichere Verbindung umstellen, zum Beispiel auf CDMA. Es werden spezielle Telefone verkauft, die diese Art der Kommunikation unterstützen. Stimmt, es ist nicht so cool wie moderne Gadgets und ist viel teurer. Aber viele wichtige Menschen, berühmte Persönlichkeiten und Geschäftsleute nutzen Telefone, die über einen eigenen verschlüsselten Kommunikationsdienst verfügen. Nummer 9. Computer. Verbinde das Telefon nicht mit dem Computer, wenn du nicht sicher bist, ob er frei von Viren ist. Das gilt nicht nur für andere, sondern auch für deinen eigenen. Reinige und aktualisiere regelmäßig die Sicherheitssoftware. Und damit niemand Zugriff auf deinen Browserverlauf erhält, verwende Proxies. Das Internet ist voll von preiswerten Programmen mit solchen Servern. Glaub mir, das Inkognito-Fenster schützt dich nicht. Nummer 10. Aktualisiere deine Software. Viele mögen es aus verschiedenen Gründen nicht, die Software auf ihren Handys zu aktualisieren. Oh, schon wieder? Früher war es besser. Meine Software passt perfekt zu mir. Michael will einfach keine Zeit damit verbringen. Zu schade. Hacker finden ständig Schlupflöcher, um eure Handys zu knacken. Aber glücklicherweise reagieren die Entwickler sehr schnell darauf, indem sie ein Update mit verbessertem Schutz veröffentlichen. Übrigens helfen oft gute Hacker den Entwicklern bei der Suche nach solchen Schlupflöchern. Diese Cyberritter hacken absichtlich Systeme und benutzen sie nicht für schlechte Zwecke, sondern melden Schwachstellen an Entwickler und bekommen viel Geld dafür. Nummer 11. Nicht über vertrauliche Dinge sprechen. Leider gibt es Abhörgeräte, bei denen nichts hilft. Auch wenn du die SIM-Karte wegwirfst oder das Handy austauschst. Wenn du den Verdacht hast, dass dein Telefon abgehört wird, dann versuche einfach, wichtige Informationen nicht am Telefon zu besprechen. Mach es persönlich. Michael benutzte eine dieser Methoden und fand heraus, dass auf seinem Telefon ein zweifelhaftes Programm installiert war, das Zugang zum Mikrofon hatte. Es stellte sich heraus, dass nicht Agenten oder Hacker Michael ausspionierten. Es ist nur so, dass seine Mutter wissen wollte, mit wem Michael nachts so lange spricht. Wenn Eltern dieses Video sehen, denkt daran, euer Kind hat das Recht auf Privatsphäre. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen werden. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.